Zu Ostern ein kleiner Service Ihres Abgeordneten und Pastors Jörn Thiessen. Ostern, das ist das altjüdische Pessachfest. Im Deutschen leitet es sich von dem Wort Osten ab, denn dort geht die Sonne auf, von dort kommt die Hoffnung. Ostern ist ein bewegliches Fest und findet statt am ersten Vollmond im Frühjahr. Also kann stattfinden in der Zeit vom 22. März bis zum 25. April. Ostern, Auferstehung, am dritten Tage auferstanden. Karfreitag und dann Samstag, Sonntag, wieso der dritte Tag? Der Freitag wird ganz mitgezählt. Freitag, Samstag, Sonntag, auferstanden am dritten Tage. Christus, der lebte, wie wir jetzt erforscht haben, in den Jahren minus 4 bis 33 nach. Also starb er im Jahre 33. Dort fand dann eben auch die Auferstehung statt. Ostern, wenn Sie mehr wissen wollen, www.wikipedia.de. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest.